Dies ist der Moment, der für einen internationalen diplomatischen Eklat sorgte. Nun veröffentlichte Bilder von Überwachungskameras sollen zeigen, wie ecuadorianische Spezialeinheiten in die mexikanische Botschaft in Quito eindringen, um Ecuadors Ex-Vizepräsident Jorge Glas festzunehmen. Die ecuadorianische Regierung wirft ihm Korruption vor. Seit Dezember lebt er im Asyl in der Botschaft. Diese gilt als unantastbares Hoheitsgebiet. Dass die ecuadorianische Polizei das Gebäude stürmte, kritisierte der mexikanische Präsident López Obrador erneut scharf. Er deutete außerdem an, dass andere Staaten die Aktion unterstützt hätten. El asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. López Obrador warf den USA und Kanada eine zweideutige Haltung in dem Konflikt vor. Die US-Regierung allerdings kritisierte das Vorgehen Ecuadors nun deutlich. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. Nach der Festnahme kam es in beiden Ländern zu Demonstrationen. Die diplomatischen Beziehungen liegen erstmal auf Eis. Mexiko will beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Ecuador klagen.